Also jetzt zweite Partie. Martin, du hast gegen Michael Franz gespielt. Und schauen wir es uns an. Diesmal mit Weiß. Sizilianisch. Dame B6, ein seltener Zug. Du spielst jetzt Springer B3, kann man machen, aber du kannst ja auch ein bisschen aggressiver spielen. Klar, wenn man es nicht kennt, macht man es vielleicht nicht unbedingt. Aber was ich dir empfehlen kann, das nächste Mal, wenn das kommt, wird wahrscheinlich nicht so schnell wiederkommen, aber das nächste Mal Läufer E3 ist ein guter Zug hier. Wenn Schwarz auf B2 schlägt, Springer D2, Läufer D3, kurz auch gerade Weiß hat, überwältigen Entwicklungsvorsprung. Und das ist gut für Weiß. Und wenn Läufer C5, dann ist hier ein guter Zug Springer A3. Ja, müsst ihr natürlich noch ein bisschen genauer anschauen, aber das kann ich dir verraten. Springer A3 ist hier gut und Weiß steht angenehm. Okay, Springer B3, A6, Läufer D3, Dame C7, kurz hoch gerade, Springer F6, Springer C3. Das ist hier ein bisschen Geschmackssache. Du könntest hier auch so eine Marocci-Struktur anstreben mit C4. Läufer E7, Springer C3, D6 und so weiter und so fort. Ist ein bisschen Geschmackssache. Gefällt mir eigentlich immer ganz gut, wenn man schöne Kontrolle hat über das Zentrum. Ja, Schwarz kommt nicht so leicht zu D5 oder B5, natürlich mit dem Bauern auf C4. Okay, spielt Springer C7, Springer C3, Läufer E7. So, F4, Springer BD7, A4, gefällt mir auch gut. Und hier der erste kritische Moment. Der Gegner spielt H5. Mit der offensichtlichen Idee möchte Springer G4 spielen. Klar, instinktiv möchte man es verhindern, spielt H3, das hast du auch gemacht. Aber du hattest hier eine Chance, direkt eine sehr gute Stellung zu erreichen. Du hast ja im letzten Zug A4 gespielt. Und häufig, wenn man A4 spielt und der Gegner es zulässt, dann kann man den Bauern nach A5 vorschieben. Und den Gegner weiter einschnüren. Ja. Der Punkt ist, wenn jetzt Schwarz den Läufer entwickeln möchte, wenn er jetzt B6 spielt oder B5, ist ja eigentlich egal, man schlägt einfach en passant und dann hat hier Schwarz diese Schwäche auf F3, du hast das Feld A5 zur Verfügung für den Springer und es ist nicht gut für Schwarz diese Konstellation. Er steht jetzt einfach schlechter, er hat die schlechte Bauernstruktur, er hat diese Schwäche und das ist klar, besser für Weiß schon. Du hast dir vielleicht Sorgen gemacht um Springer G4, aber man muss auch immer schauen, wir haben ja eben schon davon gesprochen, es ist auf jeden Fall wichtig, die gegnerischen Drohungen wahrzunehmen, aber es ist auch wichtig, sich zu fragen, sind es denn tatsächlich Drohungen? Hier ist Springer G4 so eine Pseudodrohung. Klar, Schwarz kann das machen, aber du ziehst den Läufer nach D4 und so what? Du kannst jetzt immer noch im nächsten Zug H3 spielen und den Springer wieder vertreiben. Springer G4 nützt Schwarz nicht viel. Denn E5, was vielleicht ein häufiger Folgezug wäre, wenn man Springer G4 gespielt hat, um den Läufer dann doch zu gewinnen, geht hier einfach nicht gut. Du kannst mit Tempo Springer D5 spielen, die Dame vertreiben und dann den Läufer zurückziehen. Ja, und den Springer jetzt auf D5 mit Tempo reinzulassen, das kann sich hier Schwarz nicht erlauben. Von daher, Springer G4 war gar keine richtige Drohung. Du hättest hier A5 spielen können und Raum gewinnen können. Also, zum einen wichtig natürlich zu sehen, was der Gegner will, aber dann sich auch fragen, ist es überhaupt so schlimm? H3, B6. Und jetzt spielst du Läufer E2, Läufer F3. Ich denke, das ist Zeitverlust. Ja. Bin mir nicht sicher, ob der Läufer dort besser steht als auf D3. Du verwendest zwei Züge auf, um den Läufer woanders hinzustellen. Stattdessen wäre es an der Zeit gewesen, die Dame mal ins Spiel zu bringen. Zum Beispiel nach F3. Dann kann man auch mal schauen, ob man Dame G3 spielt. Dann den Turm in die Mitte nach D1 oder E1. Und dann kann man schauen, dass man hier mal was unternimmt. Alternativ könntest du auch direkt schon was unternehmen. Schwarz hat ein bisschen seine Entwicklung vernachlässigt. Er braucht noch einen Zug. Und er hat auch H5 gespielt, wodurch er seine Königsstellung geschwächt hat, denn er hat keinen sicheren Ort mehr für den König auf dem Platz, auf dem Brett, auf dem Platz. Wenn er kurz auch hier ist, ist immer H5 eine Schwäche, ein Problem. Und lange auch hier sehen wir auch in der Partie ist auch nicht so günstig mit den Bauern auf A6 und B6. Und in der Mitte, tja, auf Dauer kannst du auch ungemütlich werden. Von daher F5 wäre hier auch eine interessante Möglichkeit gewesen, um auch vielleicht mal das Feld G6
freizumachen, wenn man auf E6 tauscht und auch E6 als Schwäche anzugreifen. Ja. Wenn Schwarz vorbeizieht, das möchte ich einmal ganz gerne zeigen, kann man hier schön transformieren, die Bauernstruktur Springer D5, Schwarz muss im Prinzip schlagen und dann diese Stellung spielen. Vielleicht würde man erstmal denken, ach, ist doch alles okay für Schwarz, sieht solide aus, er hat hier den gedeckten Freibauern auf E5, aber tatsächlich ist die Stellung sehr schwierig für Schwarz bereits, denn er hat überhaupt kein Gegenspiel. Weiß erdrückt den Gegner hier. Ja. Normalerweise in diesen Strukturen ist dieser Bau auf F2 und dann kann Schwarz mit F5 und so weiter hier seine Majorität am Königsflügel langsam in Bewegung bringen, aber hier kann er das nicht. Der Bauer steht auf F5, du hast das Feld E4 zur Verfügung für den Springer und du kannst hier weiterspielen und Schwarz steht sehr gedrückt und hat kein Gegenspiel. Das ist eine sehr schwierige Stellung für Schwarz. Vor allem, ich denke, es wäre wahrscheinlich besser für den Springer E5 hier zu spielen, aber jetzt trotzdem Springer D4 und Schwarz muss sich jetzt immer um diesen Bauern kümmern, muss immer schauen, dass der gedeckt bleibt und außerdem ist halt der König schwach. Ne? Also wo soll der König hin? Das sieht auch angenehm aus hier für dich. Ja, Springer C4, hier könnte man schlagen und jetzt Dame D3 spielen. Und das Endspiel ist auch angenehm. Es bleibt aber diese Konstellation mit dem Springer hier auf D4, C3 ist unangenehm für Schwarz, denn wenn immer E5 kommt, wird das Feld D5 geschwächt und sonst muss Schwarz den Bauern auf E6 gedeckt halten. Der Springer steht optimal hier auf D4, hat auch Zugang zum Feld auf C6. Okay, Läufer E2, Läufer B7, Läufer F3. Also für die Zukunft, wenn du schon den Läufer auf D3 hast in diesen Stellungen, es macht selten Sinn, den dann so umzugruppieren. Ja. Lass ihn auf D3 und benutzt lieber die Zeit, um deinen Turm ins Spiel zu bringen oder konkret etwas zu unternehmen im Zentrum mit F5 oder E5, kommt immer darauf an. Läufer C6, das war ein Zeitverlust hier von Schwarz. Das ist schön ausgenutzt, Springer wieder ins Zentrum gebracht, da steht er eh besser auf B3 natürlich als auf B3. G6. So, jetzt spielst du Turm AD1, ja, das ist ein sinnvoller Zug, den Turm auch mal ins Spiel zu bringen, aber dort ist die Möglichkeit, konkret was zu unternehmen. Da muss man immer im Sizilianischen, muss man immer eigentlich schauen, sowohl als Weiß als auch Schwarz, diese Züge E5 und F5, ja, immer einen Blick darauf haben, ob die funktionieren. Und hier E5 ist richtig stark. Und auch so typisch. Und jetzt passt es natürlich auch gut, dass dein Läufer auf F3 steht. Gut, D schlägt E5, F schlägt E5. Schwarz kann natürlich nicht auf F3 schlagen. Du schlägst mit der Dame wieder und greifst direkt den Turm auf A8 an. Sowie den Springer auf F6. Das verliert sofort. Es gibt eigentlich nur eine kritische Variante. Ja, wenn Schwarz jetzt den Springer wegzieht nach H7, das kann es ja nicht sein. Ja, du schlägst auf B7. Und jetzt verschieden ist. Aber Läufer H6 finde ich eigentlich ganz nett. Unterbindet die schwarze Kurzrochade und du kannst den Punkt F7 anvisieren. Es gibt vielleicht Opferideen auf E6, ja, und Schwarz kommt mit dem König nicht weg. Ne? Also das ist sehr problematisch. Der Springer natürlich auch sehr schlecht auf H7. Eigentlich nur kritisch, was man jetzt checken muss, wenn man es berechnet, Springer schlägt E5. Ja, Dame schlägt E5 geht natürlich nicht, dann würde der Läufer auf B7 hängen. Also Springer schlägt E5, jetzt schlägt. Und jetzt hat man schon so ein bisschen das Gespür, der König ist immer noch in der Mitte, da könnte auch was gehen. Und tatsächlich, man kann jetzt hier auf zwei Arten Vorteil erlangen, mit Läufer G5 oder aber auch mit dem direkten Springer schlägt E6. Diesem typischen sizilianischen Opfer. F schlägt E6 und jetzt Läufer D4. Der Springer ist zweimal angegriffen, wenn Schwarz ihn gerne behalten möchte, müsste ihn jetzt wegziehen. Aber der Springer hier steht auch in der Diagonale drin, das heißt eigentlich ist der einzige logische Zug, um jetzt die Mehrfigur zu behalten, Springer ED7. Aber dann kommt Dame schlägt E6, erneuert die Drohung und jetzt ist es zu viel. Weiß hat auch noch Turm AE1 in der Hinterhand und gewinnt hier das Material mit Zinseszins zurück. Und das ist natürlich einfach eine Frage der Variantenberechnung. Ne? Man muss natürlich intuitiv immer schauen, wie gesagt, ob das geht. Aber da muss man es konkret berechnen. Und es ist ja relativ forciert. Also wenn Schwarz auf E5 schlägt,
Man kann es immer schlagen, wieder schlagen und dann immer so weiter. Und klar, da muss man es ein bisschen anschauen, geht es auch wirklich, aber dann kann man das gut spielen. Also da einfach die Augen offen halten. Kandidatenzüge, Thema, denke ich auf jeden Fall immer in diesem Sizilianer E5 und F5 immer schauen, passen die jetzt ganz gut in die Stellung. Ich könnte mir auch vorstellen, dass F5 hier vielleicht auch spielbar ist. Wobei, hier könnte es ein Problem geben mit dem Lauf auf F3 nach G schlägt E5, F schlägt E schlägt F5, E schlägt F5 und E5. Ah ne, anders wollte ich machen. Ich wollte erst E5 spielen. Erst E5. Wenn der Springer wegzieht, jetzt G schlägt F5. E schlägt E5 und jetzt nach E4 wäre der Läufer gefangen. Das könnte hier ein Problem sein. Ja. Also das geht hier nicht. Aber einfach immer prüfen. Turm AD1. H4 und jetzt ist es nicht mehr so gut möglich, E5 zu spielen. Geht auch noch, aber Schwarz hat Springer H5 zur Verfügung. Von daher, da steht der Springer deutlich besser als auf H7 natürlich. Gut, Läufer F2, Springer H5. Und hier wiederum, du spielst jetzt Dame D2, klar, das kann man machen, aber du hättest hier kraftvoller spielen können. Läufer schlägt H5 oder auch direkt F5. Aber ich finde eigentlich, Läufer schlägt H5 sehr überzeugend. Ja, man sträubt sich natürlich gegen so einen Zug. Ne? Das sieht so seltsam aus. Warum soll ich jetzt meinen Läufer abgeben, den schönen Läufer? Und jetzt hat der Läufer B7 kein Gegenspieler mehr. Aber die Begründung liegt darin, dass man mit F5 jetzt diesen schwachen Punkt angreifen kann auf E6. Und Schwarz hat keine gute Antwort. Ne? Falls E schlägt F5, kann man, gut, man kann auch E schlägt F5 spielen, man kann sogar hier ausnutzen, dass der Turm auf H5 steht und mit dem Springer wieder schlagen, weil dann nach G schlägt F5 der Turm hängen würde. Und was soll Schwarz sonst spielen? Ja. Wenn er E5 spielt, ist wiederum dieses Feld stark geschwächt. Das ist keine gute Idee. Und nach Springer F8, was relativ logisch aussieht, finde ich, um den Punkt E6 zu decken, einfach Läufer E3. Der Computer zeigt hier schon plus 3 für Weiß. Also es hätte Weiß eine Figur mehr, obwohl er im Moment gar nichts mehr hat. Und es liegt daran, dass der schwarze König so schwach ist. Und die Weißfiguren alle richtig stehen und die schwarzen nicht. Ja, zum Beispiel jetzt Dame D7, F schlägt G6. F schlägt G6, Springer B3 und Schwarz hat einfach zu viele Schwächen. Ne? Alle diese Bauern sind irgendwie schwach und Schwarz kann es nicht zusammenhalten und hat selber auch kein Gegenspiel. Wo ist das schwarze Gegenspiel? Er steht irgendwie alle so verteilt, nicht organisiert und steht hier auf Verlust. Genauso auch nach G schlägt H5. Gut, G schlägt H5. Weiß nicht, ob Schwarz das überhaupt machen wollte, aber es ist so ähnlich. Wiederum F5. Ja, nach E5, das wollte ich hier auch gerne nochmal zeigen, hat man hier auch verschiedene attraktive Möglichkeiten. Man kann Springer D5 spielen. Das ist ganz nett hier. Wenn man hier den Zug F6 hat, Springer schlägt F6 und Läufer schlägt D4 und man gewinnt die Figur zurück. Das ist sehr gut für Weiß. Oder, was ich zeigen wollte, eigentlich ist der Zug F6, was man auch im Kopf behalten kann. Gut, jetzt nach E schlägt D4, Springer D5 wäre das quasi Zugumstellung, das wir eben gesehen haben, und Läufer schlägt D5, E schlägt D5. Und wenn Schwarz den Bauern schlägt, sagen wir Springer schlägt F6, dann hat man dieses Feld freigeräumt, der Springer ist unglaublich stark auf F5 und Weiß steht auf Gewinn. Ja, auch dieser Bauer hängt jetzt mal durch und das ist gar nicht mal so unwichtig. Also, eigentlich kann ich nur wiederholen, was ich davor schon gesagt habe. Die Augen offen halten nach diesen Möglichkeiten mit F5. Aber es ist natürlich ein bisschen ungewöhnlich, dass man den Läufer abgibt, diesen schönen Läufer auf F3. Aber man muss auch manchmal
ein bisschen Paradoxe zumindest beachten, ja, zumindest anschauen, und dann entgeht einem weniger häufig etwas. Dame D2, lange Rochade. Der Gegner schließt sich doch mal den König zu Hirn. Und jetzt spielst du B4. Der richtige Ansatz, anzugreifen gegen den König, der sowieso schon ein bisschen exponiert ist. Er hat nur zwei Bauern vor sich und die haben auch beide schon gezogen. Aber du könntest anders an die Sache herangehen. Entweder mit A5, um es so anzuhebeln und mit der Idee nach B5 einfach reinzuhacken auf B5. Das ist schon sehr gut. Denn, warum ist das sehr gut? Weil du es direkt auch schon spielen könntest und es direkt auch sehr stark wäre. Ja, Springer B5 schlägt, Springer schlägt, Dame C6 verbietet sich wegen Springer A7, also ist Dame B8 der einzige Zug. Aber Moment, Dame C4 gibt es auch noch, ne? Muss man natürlich auch berechnen, aber dann kommt B3 und jetzt ist die Dame gefangen. Dame B8 und jetzt Dame C3 Schach. Schwarz muss was dazwischen ziehen auf der C-Linie, Springer C5 und jetzt gewinnst du die Figur zurück mit B4, aber hast dabei den König weiter geöffnet von Schwarz. Du hast einen sehr starken Springer auf B5 installiert und du stehst auf Gewinn hier. Ja. Kannst dann auf C5 schlagen, weiter mit A5 versuchen, die Stellung zu öffnen. Das sieht sehr gut aus für dich hier. Also B4 ist ein bisschen der falsche Weg, denke ich. Auch A5, um es so aufzumachen, wie gesagt, um die A-Linie dann zu öffnen, weil Schwarz nicht B5 spielen kann, denke ich, ist besser. Denn auch hier nach B4, sagen wir mal, du ziehst B5, so kam es ja auch, kann Schwarz ja immer noch, sag ich mal, die Stellung geschlossen haben. Natürlich ist seine Stellung trotzdem ziemlich schlecht, aber er hat hier noch bessere Verteidigungsaussichten, denke ich. König B8 und auch hier wieder spielt jetzt B5. Ich denke, A5 wäre noch stärker gewesen. Selbe Idee nach B5 wieder auf B5 reinschlagen. Gut, aber ja, gut, deine Stellung ist auch hier gut, denke ich. Und es hatte jetzt alles sehr gut funktioniert. Ne? Springer C6, schlägt, schlägt. Der Verteidigungsläufer ist abgetauscht. Jetzt bringst du den Springer rein. Und jetzt spielt sie jetzt natürlich auch wie am Schnürchen hier. Und Schwarz wird völlig auseinandergerupft und das war's dann. Es ging dann auf einmal sehr schnell. Ne? Aber das hat auch nochmal gezeigt, das große Schwarz-Problem, was er hier in dieser Partie nicht lösen konnte, nachdem er H5 gespielt hat. Auf einmal hat sein König keinen sicheren Ort mehr auf dem Brett. Er entschließt sich zur langen Rochade, aber du überrollst ihn einfach direkt im Angriff. Ja, schöner Angriff, schöner Schlussakkord hier, schöne Partie. Diese Partie hast du keine, denke ich, besonders schwerwiegenden Fehler gemacht. Du standest nie schlechter, aber du hast ein paar mehr Möglichkeiten ausgelassen, noch kraftvoller zu agieren. Ja? Ich denke daran vor allem an E5 an der einen Stelle und dann später nochmal Läufer schlägt H5 und F5. Ja, und dieses Manöver mit Läufer E2 und Läufer F3 hatte ich ja erwähnt, halte ich für Zeitverlust. Da kannst du die Zeit besser nutzen. Ja? Aber insgesamt denke ich eine gute Partie auf jeden Fall. Gut, was kann ich dir schon mal jetzt an die Hand geben von diesen beiden Partien, was ich gesehen habe? Ich denke, Eröffnungen liefen eigentlich ganz gut von den zwei Partien, die ich jetzt gesehen habe. Standest du immer vernünftig nach der Eröffnung, von daher musst du da nicht besonders viel ansetzen. Vielleicht dich noch ein bisschen vertrauter machen hier im Sizilianisch mit den verschiedenen Motiven E5 und F5 und wo die Figuren hingehören, aber das ist keine besonders hohe Priorität, würde ich sagen. Ich würde sagen, dass du auf jeden Fall bei Variantenberechnung ansetzen kannst und Taktikaufgaben und Erkennen der gegnerischen Möglichkeiten. Ja, ein bisschen prophylaktisches Denken auch ist immer eine gute Sache. Und was ich dir da empfehle, neben natürlich, klar, so Standard-Taktikaufgaben kann man immer machen. Wie gesagt, auf den gibt es verschiedene Möglichkeiten, sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Aber was ich dir empfehle, ist das Lösen von Studien. Warum Studien? Was sind erstmal Studien? Ganz kurz. Studien sind
Aufgaben, die von Leuten komponiert wurden. Also sie sind nicht aus richtigen Partien, sondern wurden ausgedacht. Und bei Studien ist es immer so, es gibt nur eine Lösung, nur einen Weg, um ja, entweder zum Sieg zu kommen oder zum Remis. Und es trainiert sehr gut die Variantenberechnung zum einen, weil man ein bisschen relativ weit in die Zukunft schauen muss, kommt natürlich darauf an, wie schwierig die Studien sind. Aber was vor allem auch ein bisschen oder sehr viel trainiert, ist versteckte Ressourcen zu finden, vor allem auch vom Gegner, Verteidigungsressourcen. Immer wenn ich Studien löse und es mir zu leicht scheint, ja, dass der Sieg irgendwie zu klar ist, dann weiß ich, ich habe noch irgendwas nicht entdeckt. Irgendwas ist hier noch versteckt, wie sich Schwarz nochmal oder der Gegner, die gegnerische Seite nochmal verteidigen kann. Und dann schaue ich nochmal. Und das ist sehr gut, weil man dann auch in den eigenen Partien da noch ein bisschen ein Auge für hat, für solche Ressourcen und immer versucht, die beste Verteidigung, die beste Antwort des Gegners zu finden. Aber auch die eigenen, also es geht natürlich auch um eigene versteckte Ressourcen. Das erhöht auch ein bisschen die Kreativität. Also das würde ich dir empfehlen. Gut, ich weiß nicht, wie du Zeit hast, aber wenn du bisher, sag ich mal, eine halbe Stunde jeden Tag irgendwie Schach gemacht hast, dann kannst du ja mal schauen, dass du vielleicht die halbe Stunde aufwendest für zum Studienlösen. Und ich kann dir da dann noch was schicken, denke ich. Gut, Martin. Ich hoffe, dir hat es weitergeholfen, diese Analysen. Wenn du irgendwelche Fragen hast, schreib mich einfach an. Du hast ja meine E-Mail. Und dann werde ich die anderen drei Partien, die du mir geschickt hast, im nächsten Monat, also im Dezember, analysieren.